Hallo Leute, servus, herzlich willkommen auf dem Pöhner Reisekanal. Ich bin der Peter und heute bin ich für euch hier in Mettlach und möchte ich euch diesen kleinen, aber feinen Wohnmobilstellplatz vorstellen, den wir hier bei Vorbeifahren nutzen. Ja, der Platz, wie ihr seht, eigentlich ist für 4 Wohnmobile ausgestellt. Jetzt stehen hier 5, etwas enger, aber das geht ja auch. Und was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich nicht viel. Da gibt es nur den Platz, der kostet 5 Euro. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass man den Platz hier mit einem SMS bezahlen kann. Und zwar, ich zeige euch mal das jetzt, das ist ja wunderbar hier beschrieben. Und man kann das einfach nur ganz einfach machen, hier an diesem Häusler hier. Steht ja alles, wie man das machen muss. Hier bezahlt per Telefon, gebührenpflichtiger Platz. So funktioniert's. Und wenn ihr euch das ganz genau anschaut, ist es eigentlich ganz einfach. Und die 5 Euro Gebühren, die man da bezahlt, sind auch, sage ich mal, jetzt in Ordnung. Ja, wie ich schon erwähnt habe, viel hat es hier nicht. Da gibt es noch so eine kleine Mülltonne und hier die Fähr- und Entsorgung. Allerdings, so richtig Versorgung ist das ja nicht, weil man hier keinen so richtigen Anschluss hat für den Wasser, beziehungsweise ist das eher was für die Toilette spülen. Oder wie ich das auch verstehen soll, weiß ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, das gibt es irgendetwas. Das Nachteil ist hier aber, dass man hier nicht richtig mit dem Wohnmobil rankommt, sondern muss das ganze Abwasser hineinschleppen. Ja, zum weiteren Nachteil ist, dass man hier auf dem Schotter steht und dann trägt man ja den ganzen Sand rein ins Wohnmobil. Aber das habe ich schon mal erwähnt, das ist ja nicht das große Problem. Ja, wie immer die Koordinate und Adresse unter in Beschreibung. Ja, und weiterhin, was kann man hier noch machen? Also perfekt, hier ist Fahrrad zu fahren an der Saar und hier haben wir auch Möglichkeit zum Einkaufen. Gleich neben dran geht es ja hier. Ein Netto und eine Besichtigung vom Mettlach ist auch nicht weit, also man kann es wunderbar machen. Ja, was ich noch erwähnen wollte zum Nachteil von dem Platz hier ist, wie ihr jetzt gerade gehört habt, gleich nebendran die Hauptstraße auf der rechten Seite, ja, und auf der linken Seite ist die Bahn, die nicht arg oft fährt, allerdings immer wieder. Hoffen wir mal, dass es nachts nicht so schlimm ist. Ja, das war jetzt wieder mit einem kurzen Video. Ich möchte mich bedanken für Zuschauer. Alles Gute, gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.